Ich glaube, der Grundriss ist sowieso für so ein erstes rudimentäres Haus eh ein bisschen groß vielleicht. Ja. Also ich versuche mal, ich versuche einfach mal so einen Grundriss zu packen, wovon ich Ja, jetzt mach einfach mal. mal denke, dass es reicht. Mach mal, ich guck dir mal zu. So, hallo liebe Leute, willkommen zu meinen Let's Plays. Das weiß ich jetzt nicht, zweite Video, dritte Video, je nachdem, wie ich das zusammenschneide. Wir bauen jetzt ein Haus. Wie gesagt, ich bin absoluter Minecraft-Noob und der Kofi unterstützt mich hier so ein bisschen. Und er macht jetzt hier so einen Grundriss zu dem Haus, was wir jetzt bauen. Oh, das wird kein Haus, das Ja, wird eine kleine dann Hütte kann man so. da noch, können wir da gleich noch ein zweites Stockwerk draufpacken oder so. Okay. Und was wir sowieso wahrscheinlich brauchen, ist ein Keller. Weil von dem Ui. Keller. So, liebe Leute, das ist unser Haus. Naja. Sieht eher aus wie ein Flachdach, aber das haben wir jetzt gerade hier gebaut. Sehr schön. Coole Sache. Ach, lecker. Weiß nicht, ist ja erstmal, sag ich mal, nur Lecker, lecker, so lecker. ein bisschen sporadisch. Ja. Jo, wir machen jetzt. Oh, wir machen jetzt die Es war jetzt Decke. auch sehr smart, erst den Rand rauszunehmen und dann die Mitte. Naja. Wir machen jetzt den Rand, die Decke einmal weg. Wir werden die jetzt etwas höher machen. Was geht? Wie viele Ocelots sind hier? Die sind normalerweise mega selten. Wenn ich jetzt Fisch dabei hätte, dann würde ich mir so viele von den Viechern klar machen. Und ich habe eins von getötet. Und es hat voll gequiekt. Es Oh tat mir eigentlich voll Mann. leid, so. Ja, ich würde sagen, wir bauen jetzt hier erstmal das zweite Stockwerk drauf. Jo. Und wenn wir das haben, dann haben wir eigentlich zwei Optionen. Entweder wir suchen Schafe noch, damit wir erstmal noch zwei Betten, also noch ein Bett bauen können. Wozu sind Oder Betten gut? dass du schläfst und dann ist die Nacht vorbei. Ah ja. Aber ist eigentlich nicht so wichtig, weil im Moment machen wir es ja eh über Time, Set, irgendwas. Ja, genau. Deswegen können wir eigentlich auch gleich mal anfangen mit Minen. Mit Minen. Dass wir eine Mine bauen, damit wir Zeug abbauen, damit wir Material kriegen. Cool. Aber ich habe eh kein Glas mehr, sehe ich gerade. Aber ich habe noch eine Tür. Wir könnten eine Tür noch einbauen. Wir können ein Dach aus Türen bauen. Ja. Ja, da, also da, wo du jetzt draufstehst, da könnte man eigentlich jetzt schon quasi zumachen. Ich baue mal doppelt hier. Ich probiere mal hier gerade schon so eine Treppe rein zu integrieren. Mann, ich baue mal doppelt hier. Da-da-da. Ja, Leute, ihr seht, wir sind hier gerade bei dem Haus. Wir sind da ein bisschen am Machen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Oh. Und hinten wieder hoch. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir so gut wie noch keine Minecraft-Let's Plays so angeguckt. Vielleicht das eine oder andere Mal von Gronkh, aber auch eigentlich echt mega selten, also nicht viel. Und ich habe auch keine So, Ahnung, also da habe ich jetzt mal worum es eine eigentlich Treppe hier immer gemacht. geht in den ganzen. Und Yeah, cool. jetzt sehe ich mal zu, dass ich uns irgendwie hier so ein Untergeschoss Okay. reinbaue. Also ich weiß auch echt gar nicht, worum es immer in den ganzen Minecraft-Let's Plays geht. Ihr könnt mich da gerne instruieren, mir ein paar Tipps geben, ihr könnt mit mir spielen. Meldet euch einfach. Und wer jetzt Minecraft nicht hat, der kann gerne meine Videos liken und mich abonnieren. Das Ressourcen optimiert quasi zu machen. Was denn? Ich habe dir gerade nicht zugehört, sorry. Ich sage, ich baue jetzt hier mal einen Keller rein und dann fange ich dir mal an zu erklären, wie man hier optimal eine Mine reinbaut. Okay, warte. Wo bist denn du? Was geht denn? Hammer. Ist ja alles noch voll neu für mich. So sieht auch alles noch komisch aus. Es ist endgeil. Vor Oh allem, wenn man hinterher so eine man. richtig. Wenn man so. Ist geil, oder? Ja, vor allem, wenn man hinterher so ein richtig, richtig, richtig dickes Haus mit allem hat, mit so einer Ja. Farm und so einer Mine und so, es ist so endgeil. Hammer. Freue mich voll drauf. Vor allem, es gibt ja auch einen Typen auf YouTube, der hat in Minecraft mit diesem Redstone, das ist so ein. Redstone ist wie so ein Kabel oder Draht hier drin, weißt du? Damit kannst du echt richtige Schaltung machen. Ja. Und dann hat er mit echt einen 8-Bit-CPU nachgebaut. Ja, kenne ich. Ja, hat es mir gezeigt. Mega abgefuckt. Boah, das stimmt, das ist voll lange her, dass ihr es gezeigt. Ja, auf jeden Fall. So lange gibt's schon Minecraft. Das ist mega Das war, krass, glaube ey. ich, noch in der alten Wohnung, Ja. oder?
So, ich habe das Dach jetzt hier fertig. Soll ich noch ein Stockwerk machen? Ja, ich, ja. Ich denke, brauchen ja auch Dach. Ja, stimmt. Dach. Gar nicht dran gedacht. Ja, ans Dach gedacht. Soll ich irgendwas mit Holz vielleicht mal machen hier so? Ja klar, wenn du Bock hast, mach ruhig. Oh, da gucken wir mal. Was haben wir denn hier so? Oh, ich habe extrem wenig Holz, oder? Erde habe ich ganz viel. Erde, ich habe Treppen. Ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen Holz sammeln. Holz. Holz. So, ich mache den Keller erstmal relativ klein. Okay. Oh, so ein Viech wieder. Dass das quasi erstmal nur so ein Minenraum ist. Holz, 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 Holz. Ich brauche Holz, Holz. Lass mich mal ein bisschen mithören bei Tuna Half Man. Ich hätte jetzt die ganze Zeit den Knopf gedrückt. Hier. Yeah. Welche Staffel ist denn das? Ich hab absolut keine Ahnung. Die neue mit Ashton Kutcher? Nee, es ist noch mit Charlie Sheen. Cool. Ja, da kenne ich alle Folgen. Mindestens 5-mal jede gesehen. Er ist der Beste. Ich muss jetzt aber... Warte mal, wo sieht man das nochmal? Jo, da. Y. Ah. Dann muss ich erstmal nochmal in den Wiki gucken. In den Wiki. Weil man legt die Mine eigentlich direkt so auf der Höhe an, dass man auch Diamant und sowas findet. Ah ja, muss mir gleich auch noch alles zeigen. Ja. Baum. Baum. So, fertig mit Holz bauen. Jetzt muss ich nochmal schauen. Was habe ich denn hier für ein Holz? Das habe ich mir vorhin gebaut. So, hier. Glowing. Irgendwie gefällt mir das doch nicht irgendwie so. Wie machen wir das jetzt am besten? Vielleicht so? Das sieht irgendwie doof aus, oder? Sieht's doof aus? Ah, ist mir jetzt eigentlich egal. Wir wollen ja erstmal nur das Haus machen. Da-da-da. Holz. Hat eigentlich Holz, wenn ich das baue, irgendeine Auswirkung, wenn ich das jetzt hier als Wand mache? Inwiefern? Brennt wahrscheinlich schneller, ne? Ja, ist also Stein und sowas brennt halt gar nicht, aber Holz, ja, versuch mal einen Kamin in Holz auszubauen. Das haben wir gemacht. Das war der 8. Versuch oder sowas, bei dem das Haus dann nicht mehr komplett abgefackelt ist. Geil. Oh, mir fehlt jetzt ein bisschen Holz, Bretter. Ja, ich habe jetzt eh kein Holz mehr. Das sieht jetzt echt eigentlich irgendwie scheiße aus. Wieder zurück. So, ich habe das jetzt hier gebaut. Wie viele Fackeln hast du? Oh. 4. Ja, ich habe auch nochmal 3. Dann sollten wir erst Fackeln machen. Du hast bestimmt noch Holz, oder? Jo, ich glaube schon. Kohle? Nee, Kohle nicht mehr. Ja, kacke. Dann hilft nur noch hoffen. Pass auf, komm mal mit. Er hat jetzt megamäßig eingebaut. Wow. Hui, schön. Und zwar so. Gehen wir hier einmal bis nach ganz unten. Wir haben zwar keine Monster, aber du hast mir, glaube ich, mal erzählt, wenn irgendwo Dunkelheit ist, ne? Wenn du es nicht mit Fackeln aushältst, dann kommen da die Zombies hin, ne? Ja, also eigentlich schon im Nier ausgemacht. Okay. Oh, nichts für Klaustrophoben hier. Hier rechts ist übrigens Gold. Cool. Und hier ist Kohle. Oh, wo sind? Das ist Bedrock. Bedrock ist das Material, was ganz unten auf der Minecraft-Karte ist und es ist unzerstörbar. Oh. Und jetzt müssen wir versuchen, gleichzeitig hochzuspringen, damit ich einen Block unter unsere Füße setzen kann. Ja. Ah. Kacke. Das ist schon ungünstig. Wie geil. Aua. Ich kann nicht mal irgendwo graben, weil ich das immer hau. Oh Gott, sind wir dumm. Warte, geh mal. Ich versuch mal. Yeah. Ein richtig dickes Problem haben wir, wie wenn hier gleich Lava aus der Wand kommt.
Wie lustig. Da war nämlich gerade Lava. Das wäre nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Okay, pass auf, du kannst jetzt hochspringen und einen Stein unter dich setzen, damit du da wieder rauskommst. Ich soll einen Stein bei mir drunter setzen? Ja, beim Hochspringen. Okay. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Coole Sache, Leute. So, und zwar, wenn du jetzt nochmal F3 drückst. Jo. Dann hast du links XYZ stehen. Ja. Und das sind deine Koordinaten. Und Y ist die Höhe über dem Boden. Ja. Und Diamant kann auftreten von 0 bis 16. Statistisch gesehen aber am häufigsten von 0 bis 12. So, und da wir uns jetzt hier okay. auf Höhe 11 befinden, ja. ist hier eine ganz gute Höhe, um die Mine anzufangen. Okay. Geh aus meinem Kopf. Zu lustig, ich sehe alles bunt. Pass auf, und zwar das, wie wir jetzt minen, das hat echt ein bisschen gedauert, bis ich das kapiert habe. Okay. Zeig es mir. Als wir das erste Mal gemint haben, haben wir einfach Räume ausgehoben. Ja. So riesige Räume, was natürlich ziemlicher Schwachsinn war, weil wenn du gigantische, ja, hier ist Lava, ganz toll. Wenn du gigantische Räume aushebst, dann verbrauchst du unheimlich viel Zeit und hebst viel mehr aus, als eigentlich nötig ist. Ja. Und zwar hat das den Hintergrund, wenn du zum Beispiel, pass auf, warte, ich muss noch ein bisschen mehr ausheben, damit ich das wirklich vernünftig zeigen kann. Ja, das ist scheiße. Kies rutscht nach, weißt du? Ja, ist okay. Genau wie Sand, das fällt von oben runter. Ah ja, okay. Cool. Ich muss mal gerade eben hier die Musik. Die ist nervig. Ja. Also ich finde die ja ganz cool so zwischendurch. Aber ich sag das so laut. Ja, genau. Wow, Lava. Das Schöne ist, dieses Braune hier in den Wänden ist keine Kacke, sondern Eisenerz. Keine Kacke? Wie kann ich Eisenerz abbauen? Warte. Und zwar das Konzept ist wie folgt, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo Diamant findest. Ja. Dann ist der Diamant da ja nicht einfach, weiß nicht, so drin. Ja. Das sind ja nicht einfach drei Diamanterz-Dinger hintereinander so. Sondern... Also es halt, kann, ne? Genau, es kann halt so sein, dass es so ist, aber meistens ist es irgendwie so. Okay. So in so quasi großen Diamanterzklumpen. Ja. Und was man deswegen macht, ist, man baut so ein Block breite Tunnel. So ungefähr. Ja. Nur halt noch viel tiefer rein, logischerweise. Okay. Lässt zwei Abstand und baut dann da weiter. Okay. Und zwar einfach aus dem Grund, wenn da jetzt irgendwo eine Diamantader drin ist, die zum Beispiel, sag ich mal, selbst wenn sie nur einen einzigen Block breit ist, dann siehst du die ja. Ja, okay. Und wie weit baue ich das dann rein? Ja, so lange, bis du keinen Bock mehr hast. Okay. Und was macht denn die Mine? Wie baue ich die denn? Was ist denn das überhaupt? Ich verstehe es nicht. Ja, du, wie gesagt, also du gehst hier rein, baust dir deinen Tunnel, der einen Block breit ist, ja. gräbst immer tiefer, machst alle paar Blöcke mal eine Fackel rein, weil du sonst nichts mehr siehst. Ach so, das, also wir sind quasi die Mine. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Gerät oder sowas. Was dann nee, das müssen wir schon leider selber machen. Ah, okay, ja, dann machen wir das jetzt mal, ne? Du ja, links, ich rechts oder so. Hier das Eisenerz können wir erstmal ganz gut abbauen, damit wir uns jedem erstmal eine Eisenspitzhacke machen können, weil die halten länger und minen schneller. Okay. Und ja, hier das Gold und so ist halt ganz nett, aber Gold kannst du zum Beispiel auch nur mit einer Eisenspitzhacke abbauen. Okay. Und ja. Jo, dann machen wir das mal. Ja, macht Fun. Und ja, wie gesagt, das Schöne ist halt einfach dabei, wenn du das so baust, dass du nichts übersiehst quasi. Ja. Weil die immer ja mindestens einen breit sein müssen. Und wenn du zwei Abstand lässt, dann siehst du die automatisch. Ah ja, okay. Das gibt's auch als System, dass du drei Abstand lässt, aber da, wenn du Pech hast, übersiehst du halt einen. Was machst du denn da?